Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei euren Amisi-Tabletten. Neuer Crunchkau wird heute mit euch zusammen für die Rebellenallianz im X-Wing in Jägerstaffel antreten und zwar in einem Gefecht gegen Bots. Denn wir wollen mal gucken, wie sich die Bots so in diesen Gefechten ja schlagen. Nehmen wir die Maus hier raus, die brauche ich nicht. Ich spiele sowas nämlich. Nein, ja. Ich nutze nämlich für sowas Tastatur. Und Maus. Oh shit. Ich werde angegriffen. Oh, Kacke. Oh. Nee. Ja. Nee. Wie der erste Mensch. So, zack, endlich auch mal einen bekommen. Jetzt habe ich gerade eben so ein ganz klein bisschen im Gefühl, als wäre das hier ein bisschen schwerer. Wow. Ich will da unten unbedingt was bekommen. Bei mir ist einer. Oh, Schilde. Wow, wow, wow. Alter. Ich habe das Gefühl, die wollen mich. Oh, da vorne ist, oh, shit. Der Millennium Falke. Das ist wie die Held. Oh, aber die haben ja auch schon ihren. Boah, werde ich gleich aufs Kreuz genommen hier. So. Die gehen mir ganz schön auf den Keks hier. Muss man ganz ehrlich so sagen. Alter. Ich habe das Gefühl, die reinen Bots in den Schlachten sind nicht so. Also wenn man jetzt... Oh, shit. Wenn man auf den Dingens schießt. Habe ich im Gefühl, ist das alles nicht so. Easy peasy. Wir haben die Lambda-Fähre zerstört. So, die Lambda-Fähre zerstört. Ich habe da so ein bisschen ein Gefühl, als wären die schon ein bisschen mehr hinterher hier, die Bots. Als die Bots in einer normalen Schlacht. Als wären die halt auch tatsächlich ein ganz klein wenig klüger. Mal gucken, ob ich den irgendwie down kriege. Oh, jetzt krieg ich hart auf den Sack. Ich habe aber den runtergeholt. Na, ja, wir führen aber ganz komfortabel eigentlich. Schon her. Auch du. Alter. Mein Schild aktivieren. Die hängen nämlich ganz schön an den Sack. Ich sag halt ziemlich häufig Sack, glaube ich gerade. Hey. Friss. Warum treffe ich den nicht? So, der ist raus. Wir müssen immer noch die Fähre verteidigen. Boah.
Ich hatte da gerade einer getroffen. Die Bots greifen aktiv den an. Ja, so intelligent stellen sie sich jetzt nicht an. Dabei. Jetzt greifen sie wieder mich an. Zack, erledigt. Viel Spaß, okay. Hat nicht so gut funktioniert. Ich sehe das Problem. So, du hast mich angesickt. Du bist down. Boah, jetzt kommen die aber hier mit geballter Kraft auf mich zu. Also, ich empfinde es als schwieriger, als jetzt als Held da durch die Gegend zu fliegen. Beim Thema, als Held durch die Gegend zu latschen. Beim Thema, Bodenkampf. Wenn ich zum Beispiel an Luke Skywalker oder sowas nehme, oder da jetzt ich als Darth Vader rumgerannt bin, empfand ich das als nicht ganz so anstrengend. Wie jetzt hier. Hey, Freund, jawohl. Erledigt. Alter. Einer unserer Transporte ist gestartet. Schützt ihn vor feindlichen Angriffen. Ich fliege jetzt mal ganz weit weg. Boost. Ich bin ja auch der rasende Falke. Ich brauche Boost. Hey, treffe ich nicht. So, jetzt. Ja, die greifen an. Bums, erledigt. Bums, auch erledigt. Ich muss da hin. Oh, hat schon ein bisschen was abbekommen. Hab einen den Arsch gerettet. Boah. Hihi. Alter. Ja, schießt mich immer alle ruhig weiter an, ist gar kein Thema. Also, aber ich sag jetzt mal, das Erreichen des Objectives. Komm schon, Baby, halt durch. Also, Hilfe! Der gleich ist aus. So, einmal noch treffen oder zweimal, dann ist die Sache hier gegessen. Einen habe ich noch gekriegt. Man kann ja auch irgendwie hier unten... Wo sind denn die ganzen Schilder und so? Da. Oder? Jawohl, Fahrzeugreparatur. Das bringt zwar echt nicht viel. Ah, jetzt haben sie mich wieder erwischt. Oh, da war der Boden. Okay. X-Wing. Imperiale Luftunterstützung in Angriffsreichweite. Ist gleich weg. Oh, ich habe echt das Gefühl, die konzentrieren sich aber auch hart auf den Spieler, die Bots. Was ja nichts Schlechtes ist. Ich sag jetzt mal so, mir ist es lieber, wenn da wirklich was hinter mir herfliegt, als dass jetzt ich hier den ganzen Tag Langeweile habe, ne? Also, es ist zwar nicht so. Man muss natürlich sagen, die Mechanik ist dann nicht wirklich fair.
So. Wo sind die Gegner? So. Ich spiele ja eigentlich alles so ein bisschen mit Maus und Tastatur. Auch Battlefield habe ich ja die Jäger allesamt mit Tastatur gespielt und auch geflogen. Was mir, glaube ich, die ein oder andere Sehenscheinentzündung gebracht hat. Zumindest gefühlt. Eieieiei. Abgezogen. Also der Flugmodus macht mir deutlich mehr Spaß mit Bots. So. Ja. Ich muss sagen, macht mir mehr Spaß. Den anderen Modus, also diesen Kampfläufer-Modus, fand ich persönlich als, mit den Bots als ziemlich anstrengend und sehr, sehr zum Gähnen. Bums, noch einer. Ich war sogar mal relativ gut, was das Fliegen anbelangt hat. Also auch jetzt, wenn wir jetzt mal nur reingucken auf Battlefield, dann habe ich dort ziemlich viel auch in der ESL mal mitgespielt. Also an so einem, ja, ich nenne es jetzt mal Pokalen oder Events in diese Richtung und habe dann da auch den dritten Platz gemacht. Das war aber, ach, da habe ich mich viel mehr mit beschäftigt. Viel, viel mehr. Also ich könnte jetzt auch wieder... Wow. Ja, wenn mir einer hier vorkommt, dann sage ich doch nicht nein. Ich habe mich ja damals viel, viel mehr mit Battlefield 4 auch beschäftigt. Von daher... Ja, schieß doch auf mich, Mann. Ja. Chris. Das Match ist gleich vorbei in wenigen Sekunden. Erwischt. Okay, der hat Schild, da habe ich keinen Bock drauf. Bam, 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 bam. Erwischt. Oh Gott, hinter mir. Oh fuck. Ich brenne. Ich brenne hart. Und es ist vorbei. Sieg. Ja, na klar. Schieß mich in meinem Siegesanimation noch weg. Unfassbar. Ja, das ist dann der Modus Jägerstaffel mit den Bots. Persönliches Fazit ist immer noch ja, ein Witz. Du kannst locker gewinnen. Macht aber Spaß. Macht Spaß. Ja, kann man nicht anders sagen. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen auch trainieren und machen und tun. Die Bots gehen halt relativ viel auf einen selbst drauf. Habe ich zumindest im Gefühl. Aber insgesamt hat mir es viel, 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 viel mehr Spaß gemacht als Kampfläufer. Und das war jetzt der normale Schwierigkeitsgrad-Modus, also den ich auch beim Kampfläuferangriff dann gezeigt habe. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie es ist, mit einem Raumjäger-Gefecht offline gegen Bots zu spielen. Ob ihr gegen Bots spielen wollt, müsst ihr, wie gesagt, immer selber ausprobieren. Gucken, ob es euch Spaß macht, ob es euch gefällt. Testet es einfach selbst aus. Mir persönlich hat das jetzt hier, wie gesagt, mehr Spaß gemacht als das mit den Kampfläufern. Aber es ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache. Von daher melde ich mich hier ab und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Crunch gesagt. Bis dahin, haut rein. Tschüss.